Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox Kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 200-5 werfen wir mal wieder einen Blick auf die Xbox News Highlights der vergangenen Tage. Und was soll ich sagen, so richtig viel war nicht los, zumindest gab es keine großen, keine riesigen Aufregerthemen. Aber draußen gibt es ja aktuell nur zwei Extreme, entweder schüttet es wie aus Eimern oder es ist unglaublich heiß. Insofern, was gibt es Besseres als hier mit Dach über dem Kopf im Kühlen über die Xbox News sprechen? Legen wir los. Ja, starten wir mit dem einzigen Aufregerthema, das diese Bezeichnung vielleicht verdient hat, denn es geht um die Halo-Serie, die womöglich kurz vor dem Aussteht. 2022 bei Paramount Plus, hierzulande bei Sky, gestartet. Naja, die Fans der Spielereihe waren da ja so ein bisschen zwiegespalten. Die einen sagten, ja, vielleicht nicht herausragend gut, aber auch nicht schlecht. Und man hat das Potenzial erkannt. Und auf der anderen Seite gab es halt auch viele Spieler, die sich an unzähligen Dingen gestört haben. Zu viel Drama, zu wenig Action, zu viel Gerede. Die Schauspieler, Pablo Schreiber als Master Chief, eine Fehlbesetzung und sowieso der Master Chief ohne Helm, das geht ja gar nicht. Naja, die Macher der Serie haben sich davon jetzt nicht beeinflussen lassen und Anfang des Jahres die zweite Season rausgehauen und ich finde durchaus, dass sie besser geworden ist. Aber augenscheinlich nicht gut genug, denn Paramount Plus hat jetzt mitgeteilt, dass man keine dritte Staffel in Auftrag geben wird. Das heißt, die Serie könnte womöglich nach 17 Episoden jetzt enden. Wieso, weshalb, warum hat man nicht mitgeteilt? Vielleicht zu wenig Zuschauer, vielleicht Produktion einfach zu teuer. Immerhin im Februar und März war die Serie in den USA in den Top 10 der meistgesehenen Streaming-Serien zu finden. Das heißt, so ganz wenige Zuschauer gab es also nicht. Aber wie gesagt, vielleicht passte die Anzahl trotzdem nicht in Relation zu den hohen Produktionskosten. Wer weiß. Ist das nun das endgültige Aus für die Serie? Na, nicht unbedingt. Microsoft, 343 Industries und Amblin Television, also das produzierende Unternehmen, suchen jetzt nach einem neuen Zuhause und vielleicht findet man da ja einen anderen Streaming-Anbieter, der hier einspringt. Wäre es das Ende der Serie, wäre das für das Projekt natürlich so ein bisschen bitter, zumal der Start ja sehr holprig war und man dort einige Hürden nehmen musste. Wir erinnern uns, 2005 wurde erst ein Film angekündigt, der von Neil Blomkamp umgesetzt werden sollte. Daraus machte man dann eine Serie. Ab 2014 konzipierte man dann die Serie für den US-Sender Showtime. 4 Jahre später, 2018, starteten dann tatsächlich die Dreharbeiten von Amblin mit Steven Spielberg. 2021 wechselte man dann von Showtime zu Paramount Plus und da es hier damals noch kein Paramount Plus gab, sicherte sich Sky die Rechte. Naja, ich weiß nicht, ich wäre auch tatsächlich so ein bisschen traurig, wenn jetzt schon Schluss wäre. Ich gehöre auch so eher zum ersten Teil der Spielefans, die sagen, ja, es war jetzt noch nicht so wirklich perfekt, aber so richtig schlecht war es eben auch nicht. Und die Serie, das Halo-Universum, bietet halt so viel Potenzial. Wäre schön, wenn man da nochmal versucht, ein bisschen voranzugehen. Naja, wir werden sehen. Dann kommen wir zur Ankündigung der Woche und da, die war alles andere als überraschend, aber immerhin, sie kam von heute auf morgen, denn Electronic Arts hat EA Sports FC 25 angekündigt, also den zweiten Nachfolger der legendären FIFA-Reihe. Und jetzt haltet euch fest, laut Electronic Arts soll das Spiel die beste Fußballsimulation aller Zeiten werden. Noch besser als FC 24, noch besser als FIFA sowieso. Naja, im Ernst, zwei wesentliche Neuerungen wurden angekündigt. Einmal gibt es jetzt einen neuen 5 gegen 5 Modus namens Rush, den man auch irgendwie in der Karriere innerhalb der Jugendakademie spielen kann. Und auch der Frauenfußball soll jetzt Einzug in die Karriere halten. Das heißt, die Gleichberechtigung ist hier zumindest bei Electronic Arts, bei FC 25 abgeschlossen. Ich finde es ja grundsätzlich ganz gut, warum nicht? Frage mich aber trotzdem,
ob es viele Spieler gibt, die das nutzen. Also mal so ein Freundschaftsspiel mit einer Frauenmannschaft, kann ich mir schon vorstellen. Eine Karriere, ich glaube, das werden dann doch noch weniger ausprobieren. Was meint ihr? Spielt ihr auch mal eine Frauenmannschaft? Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Kommen wir zu Call of Duty Black Ops 6. Das erscheint ja am 25. Oktober für die Xbox-Konsolen, auch noch für die betagte Xbox One. Wenn man möchte, kann man aber schon im Vorfeld einen Blick auf den Shooter werfen, denn vom 6. bis 9. September wird eine offene Beta für alle interessierten Spieler stattfinden. Wer das Spiel vorbestellt oder den Xbox Game Pass abonniert hat, nicht Core, nur Standard, Konsole bzw. Ultimate, der hat sogar noch Zugang zu einem Early Access. Der findet vom 30. August bis zum 4. September statt. Ja, und wer auf neue Infos zum Spiel wartet, der muss sich noch bis zum 28. August gedulden. Dann wird eine neue Call of Duty Next stattfinden, also ein Streaming-Event, auf dem die Entwickler sicherlich so ein paar neue News preisgeben werden. Ja, für einige das Highlight der Woche waren vielleicht traurigerweise die Amazon Prime Days. Ja, im Netz wurde man dort ja von Partnerlinks erschlagen, von Affiliate-Links. Aber Lob in eigener Sache, ich habe es tatsächlich nicht übertrieben. Ich habe nur zwei Kaufempfehlungen mal gepostet. Einmal das Xbox 360 Klemmbaustein-Set von Mega bzw. Mattel, da hatten wir ja schon mal öfters drüber gesprochen. Regulär 170 Euro, jetzt im Angebot für 119 Euro. Schon ganz ordentlich, finde ich. Ich habe kurz überlegt, ob ich zuschlage. Aber 120 Euro knapp, naja, es bleibt trotzdem ein Staubfänger, auch wenn ich das Set wirklich sehr gelungen finde und irgendwie sehr spaßig. Aber naja, vielleicht später irgendwann mal, wenn es noch günstiger wird. Ja, und dann, wie letzte Woche schon prophezeit, hat Amazon tatsächlich die Fire TV Sticks ordentlich rausgehauen für 50% Ermäßigung oder mit 50% Ermäßigung. Den 4K Max gab es sogar noch günstiger. Das heißt, ein idealer Einstieg, um damit das neue Xbox Cloud Gaming zu nutzen. Also nicht das neue Cloud Gaming, sondern neu das Xbox Cloud Gaming zu nutzen. Denn das ist jetzt ja seit diesem Monat möglich. Und zu den Links gab es so ein paar böse Kommentare. Also nicht zu den Links selber, sondern eher zu der Tatsache, dass es da jetzt Cloud Gaming mit Amazon Fire TV forciert wird. Einige sagten, ah, ich habe einen PC, ich habe eine Xbox, ich brauche so einen Mist nicht. Andere sagten, mit dem Kauf dieser Sticks unterstützt man die Strategie, die Konsolen abzuschaffen. Naja, ich weiß nicht, vielleicht sollte man da den Ball mal ein bisschen flach halten. Für mich ist das aktuell einfach eine Ergänzung. Ein Ersatz definitiv nicht, denn dafür gibt es einfach noch zu viele Baustellen. Man denke an die Latenz, also Shooter damit spielen, das macht einfach wenig Sinn, wenn man da als Spieler dann benachteiligt ist, oder auch ja, Rennspiele, wo man wirklich Bestzeiten aufstellen möchte und den idealen Bremspunkt braucht, dann funktioniert es halt nicht. Aber ansonsten für spaßige Rennrunden, für alle anderen Genres geht das mit einer ordentlichen Internetverbindung durchaus gut mittlerweile schon. Und warum nicht? Wie gesagt, es ist eine Ergänzung. Casual Gamer, die sich vielleicht gar keine Konsole kaufen würden, bekommen damit immerhin Zugang zu den Spielen. Das ist doch eine feine Sache. Unser eins, der nicht überall eine Xbox stehen hat, einen PC stehen hat, unterwegs im Ferienhaus und sowas, hat man einen Stick dabei und kann trotzdem ein paar Spiele spielen. Ist doch eine schöne Sache. Und sowieso, Game Pass. Einfach mal Spiele ausprobieren. Man muss nicht jedes Spiel gleich downloaden. Einfach mal den Stream starten, reingucken. Gefällt es einem nicht? Und wenn ja, dann kann man ja immer noch installieren. Also wie gesagt, für mich ist das ein Zugewinn. Einige mögen das vielleicht anders sehen. Könnt gerne mal in den Kommentaren da eure Meinung zu schreiben. Dann gab es in dieser Woche wieder ein neues Headset-Video. Diesmal zum Turtle Beach Stealth 500. Wireless Gaming Headset, und das Teil gefällt mir immer noch ganz gut. Netter Preis am unteren Ende der Skala der
kabellosen Headsets, dazu ein ordentlicher Funktionsumfang, guter Klang, gutes Mikrofon. Das passt meiner Meinung nach. Wenn ihr es verpasst haben solltet, dann schaut euch das Video gerne nochmal an. Ist wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Apropos anschauen, es gibt auch so ein paar Änderungen in Sachen Game Pass, so ein paar wenige. Und die schauen wir uns einfach mal kurz gemeinsam an. Seit dieser Woche neu dabei, Magical Delicious Sea oder wie immer man das ausspricht, Flock, das ist einfacher, Flintlock, The Siege of Dawn, Dungeons of Hinterberg, Kunitsugami, Path of the Goddess. Zeitgleich müssen wir uns am 31. Juli von drei Spielen verabschieden, A Short Hike, Train Sim World 4 und Venbar. So, kommen wir zu den restlichen News-Highlights, wenn man sie denn so nennen kann, hier im Schnelldurchlauf. Und da starten wir mit einer Meldung aus der letzten Woche, die es nicht mehr rechtzeitig in die vorherige Folge geschafft hat. Synced wurde für Xbox gestrichen. Third-Person-Shooter erschien bereits im Herbst letzten Jahres für den PC, Free-to-Play. Naja, konnte anscheinend nicht so ganz überzeugen. Der Online-Dienst wird auf dem PC zum 9. September eingestellt und die angekündigte Xbox-Version erscheint erst gar nicht mehr. Wenn man sich die Bewertung bei Steam mal anschaut, merkt man auch ganz schnell, davon passen wir hier eigentlich nichts. Kommen wir zum nächsten Shooter, The Finals. Da sollte eigentlich letzte Woche Update 3.4 erscheinen. Naja, das ist bislang aber nur bei PC- und PlayStation-Spielern angekommen, denn auf der Xbox gibt es da anscheinend technische Probleme. Wo genau die auch liegen mögen, ist nicht bekannt. Allerdings arbeitet man da wohl mit Microsoft bereits an einer Lösung. Der Truck and Logistics Simulator hat ein Enhanced Driving Update bekommen. Gameplay-Optimierung, Grafik wird auch aufgehübscht, insofern schaut auf jeden Fall mal rein. Vielleicht ist es jetzt ja sogar besser geworden. Dann kommen wir zu Park Beyond. Da ist jetzt ein neuer DLC erhältlich namens Beyond the Skies of Arabia. Und da kann man seinen Freizeitpark so ein bisschen im Stil von Tausend und einer Nacht gestalten. Dann hat Avatar von Tears of Pandora die erste Story-Erweiterung bekommen. Die hört auf den Namen The Skybreaker. Und wer das Spiel noch nicht ausprobiert hat, der kann das jetzt mal nachholen. Denn bis zum 28. Juli gibt es noch eine kostenlose Testphase. Da kann man das Action-Adventure bis zu 5 Stunden lang spielen. The Casting of Frank Stone, ein düsteres Abenteuerspiel im Dead by Daylight-Universum, hat jetzt einen Release-Termin bekommen. Erscheint am 3. September für Xbox Series X und S. Dann kommen wir zu einer neuen Ankündigung. Ein Souls-like, mal wieder, Chrono Sword. Ist aber ein bisschen besonders, denn es ist ein isometrisches Pixel-Art Souls-like. Soll noch im Laufe des Jahres erscheinen, beziehungsweise zuerst soll es einen Early Access für PC geben. Danach ist dann die Xbox-Version angedacht. The Precinct, ich sag mal, das Polizei-GTA, geht ja so ein bisschen in die Richtung, wurde kurzerhand verschoben, sollte ja eigentlich Mitte nächsten Monats erscheinen. Jetzt sind da wohl noch so ein paar Probleme aufgetaucht und man braucht noch ein bisschen mehr Zeit. Einen neuen finalen Release-Termin will man so schnell wie möglich bekannt geben. Immerhin auf der Gamescom in Köln soll das Spiel anspielbar sein. Dann haben wir die nächste Neuankündigung, Orcs Must Die, Deathtrap, eine Strategie-Shooter. Kennen einige vielleicht schon, 2011 gab es da noch so ein Xbox Live Arcade Game. Jetzt ist das schon der vierte Teil, der zweite erschien damals allerdings nur für den PC. Soll Anfang nächsten Jahres für Xbox Series X und S veröffentlicht werden. Dann bekommt das Strategiespiel Dungeons 4 einen neuen DLC, The Good, The Bad und The Evil. Und ja, der DLC bringt so ein bisschen Western-Flair in das Spiel. Erscheint am 8. August. Nächste Neuankündigung. Splitgate geht in die zweite Runde. Der Free-to-Play-Shooter. Der erste Teil ist ja durchaus erfolgreich unterwegs, erinnert so ein bisschen an so eine Mischung aus Halo und Portal. Jetzt soll im Laufe des nächsten Jahres der zweite Teil erscheinen. Einen konkreten Termin gibt es da noch nicht.
Dann ist jetzt aktuell, heute und dieses komplette Wochenende noch, Smite 2, das MOBA, nochmal kostenlos spielbar. Das vierte und letzte Alpha-Wochenende steht an. Mit dabei zwei neue Gottheiten und es gibt auch einen neuen Arena-Spielmodus. Dann kommen wir zu Crime Boss, Rocky City. Ist ja letztes Jahr erschienen. Ja, jetzt kein absolutes Highlight. Der Hype war ein bisschen größer, als das Spiel nachher einlösen konnte. Aber durchaus okay, finde ich. Und aktuell bekommt man bis auf Weiteres sämtliche DLCs kostenlos. Vor allem deshalb ist das so interessant, weil das Spiel aktuell im Xbox Store im Angebot ist. Kostet dort derzeit nur 15,99 Euro. Und dafür kann man da sicherlich zuschlagen. Kommen wir zu Black Desert. Da erscheint jetzt eine neue Erweiterung für die Konsolenversion. Mountain of Eternal Winter oder auch Berg des ewigen Winters heißt das Ganze. Für den PC gibt es das schon. Am 7. August kommt das Ganze dann auch auf Xbox-Konsolen bzw. auf die native Xbox Series X und S-Version. Warten wir ja immer noch, aber angekündigt wurde die ja bereits. Dann F1 24, die Rennsimulation von Electronic Arts, startet nächste Woche in die zweite Season, genauer gesagt am Mittwoch, den 24. Juli. Mit dabei neue ikonische Rennmomente aus dem ersten Halbjahr, neue Events, neue Herausforderungen und so weiter und so fort. Ja, kommen wir zu den Xbox Highlights der Woche. Die haben wir uns ja bereits am Montag hier gemeinsam angeschaut. Wenn ihr es verpasst haben solltet, dann holt das gerne nach. Den Link gibt es auch hier wieder unten in der Beschreibung. Ja, die Woche war ja eine gute Xbox Game Pass Woche. Viele Neuerscheinungen, auch größere Titel. Und da möchte ich doch mal so ein paar hervorheben. Starten wir mal mit Dungeons of Hinterberg. Ich habe das ja anfangs so ein bisschen belächelt. Österreichische Alpen, so ein Heimatfilm zum Spielen so ein bisschen. Ist ein Action-RPG in Cell-Shading-Optik und das ist wirklich ordentlich geworden. Gut spielbar, gutes Gameplay, viele Dungeons, die man erkunden kann, hat auch so ein Social-Feature. Man kann sich damit den Dorfbewohnern anfreunden und so weiter. Und ansonsten einfach nur die Spielwelt erkunden. Man kann snowboarden, man kann sich einfach an einem idyllischen See ausruhen. Insofern, wenn ihr den Pass habt, auf jeden Fall mal reingucken. Ähnlich ist es auch mit Flintlock, The Siege of Dawn. Ist ein Souls-like. Ich würde sagen, ist kein richtig herausragend gutes Spiel, aber ordentlich, Durchschnitt und für den Game Pass wirklich wie gemacht. Vor allem für Leute wie mich eigentlich, die Souls-likes irgendwie so ein bisschen mögen von der Machart, aber keinen Bock auf Frust haben. Denn hier gibt es tatsächlich einen Schwierigkeitsgrad, der das Ganze sehr erträglich macht. Einziger Haken an der Sache, man bekommt dann keinen Gamerscore. Aber hey, schwere Souls-Likes, da bekomme ich auch keinen Gamerscore, weil ich das einfach nicht schaffe oder keinen Bock drauf habe. Insofern ist das schon ein ganz guter Kompromiss, finde ich. Das Spiel hat so ein paar ganz gute Ideen. Ja, die sind nicht immer hundertprozentig gut umgesetzt und es gibt noch so ein paar technische Bugs. Aber gibt dem Spiel noch mal so ein paar Wochen, dann könnte das wirklich ordentlich werden. Insofern auch hier im Pass auf jeden Fall mal reinschauen. Ja, und seit gestern ist da noch Kunitsugami Path of the Goddess erhältlich. Ein strategisches Actionspiel. Tagsüber sortiert man so das bedrohte Dorf, stellt es strategisch auf und mit der Dämmerung kommen dann die Viecher und dann gilt es, das Dorf zu verteidigen. Mit netten Schwertkämpfen und so. Sieht sehr gut aus. Soll spielerisch auch ganz ordentlich sein. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Hat halt so eine optische, ja, ist halt so von traditionell japanisch beeinflusst. Das muss man natürlich irgendwo mögen. Ist nicht so ganz meine Welt, aber macht euch da am besten mal selbst ein Bild von. Kommen wir zum Spiel der Woche. Und das ist tatsächlich nicht im Xbox Game Pass verfügbar. Schande, Schande, Schande. Aber trotzdem, es ist auf jeden Fall anspielenswert. Denn es stellt eine sehr wilde These auf. Niemand, angeblich niemand, hat Lust zu sterben. Having a goal.
Nobody Wants to Die erinnert auf den ersten Blick etwas an Blade Runner und ist ein Science-Fiction-Adventure, das im futuristischen, von Neo-Noir-Filmen inspirierten New York City spielt und mit visueller Ästhetik der Unreal Engine 5 sowie einer durchaus faszinierenden Handlung punktet. In der Rolle von Detective James Carra untersucht man Tatorte mit Hilfe von Zeitmanipulation und fortschrittlicher Technologie, um einen Mörder zu entlarven. In einer Zeit, in der der Tod der Vergangenheit angehört und die Gefahren des Transhumanismus ans Licht kommen. Spieler tauchen ein in die Welt von New York im Jahr 2329, wo Unsterblichkeit möglich ist, wenn auch zu einem hohen Preis. Mit dem nötigen Kleingeld lässt sich das eigene Bewusstsein in Speicherbänken ablegen oder in andere, jüngere Körper übertragen. Nach einer Nahtoderfahrung übernimmt Detective James Carra von seinem Chef einen Fall, der nicht in den Akten aufgeführt wird. Mit Hilfe der jungen Polizistin Sarah Kay soll Carra einen Serienmörder schnappen, der es augenscheinlich auf die Elite der Stadt abgesehen hat. Während man Tatorte untersucht, um die Ereignisse zu rekonstruieren, die zu den einzelnen Morden geführt haben, entdeckt man nach und nach Hinweise, die zur schrecklichen Wahrheit hinter den Morden führen. Die Zeit bringt alles ans Licht, während man bei der Verfolgung des Mörders alles riskiert, die Grenzen zwischen Recht und Unrecht in einer Gesellschaft ohne Moral, in der der Tod nur noch eine ferne Erinnerung ist, auslotet und die dunklen Geheimnisse der Oberschicht der Stadt aufdeckt. Ja, Nobody Wants to Die, keiner will sterben, und an dieser Stelle nochmal ein absoluter Kauftipp. Leider nicht im Xbox Game Pass, ja, aber kostet im Xbox Store als Download auch nur regulär knapp 25 Euro, aktuell im Angebot für 22,49. Ihr dürft jetzt keine überbordene Action erwarten, das nicht, aber wenn ihr auf Krimi-Adventures steht, wenn ihr so diese dystopischen Welten mögt, diese dunklen, düsteren Science-Fiction-Welten, dann ist das absolut ein Titel für euch, dann schaut auf jeden Fall mal rein. Tolles Gameplay, tolle Story, tolle technische Umsetzung mit der Unreal Engine 5 und das zu dem Preis kann man echt mitnehmen, wirklich. So, werfen wir zum Abschluss einen Blick auf die kommende Woche und da ist tatsächlich nicht wirklich viel los. Der einzige, ja, AAA-Titel, sage ich mal, der es aber auch eher nur nischig ist, dann der Formel 1 Manager 2024. Ansonsten so ein paar kleinere Sachen herausstechen tut da vielleicht noch Daydream Forgotten Sorrow, eine, ja, so ein Puzzle-Plattformer. Die sieht ganz nett aus. Ansonsten schauen wir uns das natürlich im Detail am Montag in der kommenden Wochenvorschau an. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. So, und damit verabschiedet sich Xbox Kompakt Folge 200-5 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst mir immer gerne ein Like und wenn noch nicht geschehen, ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.